Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer Alcaramba begrüßt euch zu dieser Ausgabe von World of Tanks, beziehungsweise Let's Play World of Tanks. Gespielt in dem Fall von Panzerkiller 012 mit dem IS-7. Der IS-7 ist für mich nach wie vor ein toller Panzer und ich habe nur gute Erinnerungen und Erfahrungen mit ihm, weil es gleichzeitig mein allererster Zehner in dem Spiel war. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt. Der Panzerkiller, man sieht schon, er ist von den Stats her nicht der Beste, aber zeigt auch mal wieder, dass die Stats für die Auswahl des Replays absolut irrelevant sind. Und jetzt sind wir eben sehr gespannt, was er macht. Und er fährt jetzt schon mal für meine Verhältnisse ungewöhnlich. Weil normalerweise ist der Heavy Spot dann doch eher typischerweise da oben. Ich zeig's euch mal besser. Normalerweise hier. Manchmal ganz gern auch vielleicht so ein bisschen hier wirkend auf die Mitte. Aber eher selten da unten. In dem Fall begünstigt es allerdings, dass das Gegnerteam keinen einzigen TD hat. Und natürlich macht es dann schon ein bisschen besser, weil die TDs, die sonst gerne hier unten stünden, sind natürlich jetzt gerade nicht vorhanden. Der M103 bekommt aber gleich mal ordentlich was drauf. So, da ist der... Da hat er schon ein paar Panzer. Er muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Die gucken natürlich gerade alle auf den M103. Das ist natürlich sein Vorteil. Prallt hier ab. Er hat hier schon einige Panzer. Er geht auch die ganze Zeit natürlich auf. Aber er kriegt gerade die Schüsse, die er drauf bekommt, sind nicht toll. Oh ja, jetzt aber. T-54, der geht gut. So, da ist jetzt der nächste Objekt 140 daneben. Wie gesagt, hier oben verhältnismäßig viele Gegner. Also die könnten eigentlich die Jungs hier unten locker rushen, wenn sie sich da ein Herz nehmen würden. Aber machen sie nicht. Ganz im Gegenteil, er fährt jetzt hier hoch, sucht jetzt hier sein Heil bei der Gegnersuche. Gegner hat sich hier sogar zurückgezogen. Gut, das Objekt 140 steht noch da, hat jetzt geschossen. Leopard 1 auch noch, also es ist noch ein bisschen was da, eine E50. Also hochfahren ist gerade schwierig, weil er eigentlich von jeder Seite einen Hit bekommen würde. So, aber jetzt kommt das Objekt, geht hier aggressiv vor. Der E50M rusht ihn hier oder rusht die anderen. Er geht jetzt auf den E50. E50 hat jetzt praktisch hier den M103 mal weggemacht. Jetzt muss er den E50 wegbekommen. Macht es auch, killt den E50. Jetzt hat er allerdings hier noch drei Gegner oben. Unterstützung Gott sei Dank vom VK. Der T54 wäre ein One-Shot. Er nimmt aber jetzt das 140er. Trifft hier auch. So, und jetzt noch praktisch... Was macht er? Auf wen geht er? T54. Irgendeinen wäre auf jeden Fall gut. Er nimmt nochmal das Objekt. Der ist jetzt im One-Shot-Bereich. T54 wäre auch killbar. Aber jetzt komm, mach ihn weg. Ja, Objekt ist weg. Sehr gut. Da hat sich der Gegner jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert bei der Aktion. Haben sie allgemein nicht schön gemacht. Jetzt ist seine Stunde geschlagen. Jetzt will er scheinbar hier ein bisschen mehr noch. Fahrt jetzt also auch hoch. Unten ist der E50 rum, deswegen war es ein gutes Timing, da jetzt wegzufahren. So, fast alle One-Shots, außer der E50. Prallt allerdings gerade... Ne, Entschuldigung, trifft ihn natürlich, prallt nicht ab. Oh, jetzt kriegt er von allen Seiten, hat hier auch keinerlei Support vom Team. Der Leopard kettet sich selbst. So, jetzt fahrt er in ihn rein, dadurch verliert er sau viel HP, nimmt jetzt den E50 raus, kuschelt jetzt mit dem Leopard und da kommt schon der nächste, jetzt kommt ein VK. Das ist ja unglaublich, was er hier an Gegner hat. Jetzt muss er unbedingt den Leopard wegmachen, weil sonst war es das Game ganz schnell. Macht den Kill jetzt und jetzt der VK, der wird natürlich nochmal eine Messlatte. Aktuell 5 Kills auf der Uhr. Unglaublich, was er hier praktisch jetzt an
Action geboten bekommen hat und was er uns hier bietet. Jetzt kriegt er den Hit. So. Schießt ihn jetzt hier noch drauf. VK. Jetzt wieder kuscheln, so dass er schön. Genau, jetzt dürfte er ihn zumindest schwieriger hitten. Jetzt umfahrt er ihn allerdings noch. Jetzt kriegt er. Jetzt wird es immer schwieriger und er prallt ab. Sehr nice. Jetzt noch den 6. Kill. Der wäre verdient. Nimmt auch Premium-Munition, umfahrt ihn jetzt hier und bekommt jetzt ziemlich sicher den Kill. Macht den Kill, macht den 6. Sehr, sehr, sehr schön. Von dem her war es super gespielt. Der E50 kommt jetzt hier rum, Arti ist offen. Ja, war eine sehr schöne Runde. Hat sich hier leider selber zerstört, Arti ist weg. Und bis bald, euer Alcaramba.